Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, guten Morgen allerseits. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, wenn es um Numerologie geht. Genau. Und liebe Lucy, weil ich es gerade auch gelesen habe, tatsächlich wird dir dieser Link nicht offiziell angezeigt für die 9 Uhr Runde. Das ist nämlich unser Forest of Enchantment Tarot. Und da sind wir sozusagen unter uns in der Sternenlicht-Community. Aber keine Sorge, du hast eine Möglichkeit, da reinzukommen, indem du dich in die Sternenlicht-Community einträgst. Dann wirst du informiert. Denn dann bekommst du sogar eine eigene Mail dazu, an die du erinnert wirst. Ich hoffe, euch hat unsere erste Runde ganz gut gefallen. Und wir sind jetzt hier quasi in der zweiten Runde. Für manche von euch die erste Runde für den Tag. Liebe Kirsten, erstmal auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, lieber Christopher. Wir haben uns ja noch nicht wirklich gesehen. Nein, weil ich war schon so beschäftigt. Und ich habe meditiert. Du hast meditiert und was man halt so macht, wenn man sonntags. Aber ich muss natürlich bei dir natürlich auch sagen, darf ich das überhaupt sagen? Weiß ich nicht. Wie sagt man da? Ich bin aus der Übung. Alles Gute zum Muttertag. Also du bist jetzt nicht meine Mutter, darf ich dann? Ich habe keine Ahnung. Wie ist das? Darf ich als nicht mit Kirsten verwandt in keinster Weise ihr zum Muttertag gratulieren? Schon, ne? Ich habe euch vorhin, habe ich allen Müttern da draußen, habe ich zum Muttertag gratuliert und damit impliziert auch dir. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob du da Wert drauf legst. Ich weiß ja nicht so genau, ob das ein Grund zum Feiern ist, aber das ist das sehen einige anders, das weiß ich, habe ich vorhin mitbekommen. Ich habe aber vorhin schon erzählt, dass wir heute mit einer Zahl zu tun haben, die mit der Mütterlichkeit in enger Verbindung steht. Wusstest du das? Die 5. Ist es nicht der Marienstern? Ja, das stimmt, ja genau. Damit bist du auf der richtigen Seite. Stella Maris, der Meeresstern. Ist es falsch, Liebe zu senden? Völlig richtig, Basti, du hast es recht. Das ist genau richtig, das ist mein Gedanke. Es kann nie falsch sein. Und aber es gibt ja so Konventionen. Man will ja auch nicht, ne, die einen so. Aber lassen wir das. Der Tag der Floristen, also, unser Pralinenhersteller. Ja. Ich freue mich immer über Glückwünsche. Allerdings sollten die vielleicht eher von meinem Kinde kommen. Von dem habe ich noch nichts gehört heute. Könnten wir es drüber nachdenken. Mhm. Aber wir waren bei der Zahl 5 und die Mutter Gottes Maria wird mit der Zahl 5 in Verbindung gebracht, weil ihr Name aus 5 Buchstaben besteht. M-A-R-I-A. Und ich habe es euch vorhin schon erzählt, weil die Zahl 5 schon von den Pythagoreern, zumindest implizit, in Verbindung gebracht wird mit Mutter, weil die Zahl 10 die Mutter aller Zahlen ist laut der Pythagoreer. Ich habe das vorhin schon erwähnt, weil wir über die 10 gesprochen haben, das Rad des Schicksals. Forest of Enchantment heißt es ja Enchanter's Wheel. Und da heißt es ja, die Zahl 10 wird aus den ersten 4 Zahlen gebildet. Die ersten Ziffern, nämlich 1 plus 2 plus 3 plus 4, ergibt 10. Und damit schließt sich der Kreis, denn die 10 in der Quersumme ist wieder 1. Und so kommt man eben zum Beispiel auf den Zusammenhang, die Zahl 10, Wheel of Fortune, hat was mit dem Magier zu tun. Mhm. So. Jetzt habe ich aber nochmal eine Frage zu Maria. Du hast gesagt 5 Buchstaben. Seit wann heißt denn Maria Maria? Also sie war ja früher Miriam. Es geht hier natürlich um die katholische Interpretation. Und Maria heißt seit wann in der katholischen Kirche Maria? Also ist das ein... lateinischer Name? Ja, ist ein lateinischer Name. Okay. Das ist praktisch die lateinische Variante von Miriam. Mhm. Und ich glaube, M-I-R-J-A-M wären 6 Buchstaben. Genau. Muss man mal gucken. Es hat natürlich mit Hebräisch, im Hebräischen sicherlich noch eine andere Bedeutung. Mhm. Aber Maria ist sozusagen, da hat man ja auch drüber nachgedacht, Maria ist ja der Plural des lateinischen
Mare, der Meer, das Meer. Natürlich kommen da noch andere Assoziationen mit dazu, weswegen Maria natürlich doppeldeutig ist. Wir sind bei der 5, die Hälfte der 10 ist und damit sozusagen die halbe Strecke verkörpert zwischen der Zahl 1 und der Zahl 10, die ja bei den Pythagoreern die Mutter aller Zahlen ist, die Zahl 10, aber natürlich auch für uns kabbalistisch eine besondere Bedeutung hat. Dazu vielleicht später mehr. Zunächst einmal ganz grundsätzlich die Zahl 5. So sieht sie aus, die Zahl 5. Wir werden uns ja mit den 5ern beschäftigen im Tarot, den sogenannten kleinen Arkanen, Zahlenkarten, Augenkarten. Ich habe da jetzt verschiedene Begriffe gehört. Und die Zahl 5, und ich möchte einen ersten Impuls mal hier hinaus schicken, erinnert ja ein bisschen an diesen hier. An den Saturn. Von der Form her könnte man sagen, ist die 5 ein bisschen wie Saturn. Das hatten wir ja jetzt schon bei der 4, die ein bisschen wie Jupiter aussieht. Genau. Also interessant, die Zahl 4, die ich eigentlich eher mit Saturn in Verbindung bringen würde, Struktur, Stabilität, Statik, ist Jupiter eher verwandt von der Form her. Und die Zahl 5, die ich eher mit in Bewegung kommen, ne, ist dem Saturn. Wie könnte man da einen Impuls draus entwickeln? Also erst einmal habe ich eine Frage. Weißt du, wann die astrologischen Symbole aufkamen, die wir heute noch benutzen? Das weiß man nicht so genau. Also ich habe mich mal damit beschäftigt. Man weiß auch gar nicht, wo sie herkommen und was da für ein Hintergrund ist. Es gibt nur Versuche, sie in kleinere Symbole zu zerlegen. Mhm. Also sie haben nichts mit den arabischen Ziffern zu tun. Das sind jetzt reine Koinzidenzen, also reine Überschneidungen in der Darstellung, die uns inspirieren können. Aber einen richtigen Zusammenhang symbolisch sehe ich jetzt nicht. Okay. Also symbolisch schon, aber nicht historisch. Mhm. Also, was hat Saturn mit der 5 zu tun? Ich würde mir vorstellen, dass die 5 wirklich eine Schwellenzahl ist. Sehen wir dann auch, wenn wir uns die Tarotkarten betrachten. Und dass es da darum geht, sich über das Gewohnte, das Alltägliche hinaus zu wagen. Und das kann Angst erzeugen. Saturn ist ja auch mit Angst verbunden, ne, mit Schwellen. Und hier sind wir in der 5 aufgefordert, ja wirklich uns zu etwas zu überwinden. Also man könnte sagen, hier ist Saturn, vielleicht auch so wie Eva auch schreibt, Saturn der Lehrmeister. Ja. Wir kommen ja noch zur 5 im Tarot, da haben wir ja auch einen Lehrmeister auch quasi abgebildet, wenn wir an die großen Arkana denken. Also da gibt es Zusammenhänge, das ist ein inspirierender Impuls, wie ich finde, der aber doch auch Fragen natürlich übrig lässt, weil die Zahl 5 nicht so ganz eindeutig symbolisch ist. Und da muss man genauer hinschauen. Kommen wir zunächst mal zur geometrischen Variante. So haben wir bis jetzt immer angefangen. Wir haben immer über die Geometrie nachgedacht. Und da haben wir Struktur, so muss es sein. Und ihr seht hier, da, so waren wir das letzte Mal stehen geblieben. Wir hatten den Kreis in 4 Teile geteilt und ein Kreuz ergeben. Und diese 4 Viertel, erinnert euch noch vielleicht oder schaut euch die Folge im Anschluss an, wenn ihr es nicht gesehen habt, das sind die 4 Viertel, wie wir es in einem Stadtviertel auch haben. Ein Stadtviertel ist natürlich an der Stelle heute nicht mehr unbedingt mit einem echten Viertel verglichen, sondern heute denkt man mehr in mein Kiez, mein Viertel. Aber Ursprung ist, dass Städte immer so eingeteilt waren in die 4 Viertel. Mhm. Und das hat natürlich eine symbolische Bedeutung, die Struktur. Aber, und das habe ich letztes Mal schon angedeutet, wenn wir das so darstellen, dann kommt die 5 automatisch ins Spiel. Also wir können die 4 nicht so darstellen, ohne nicht die 5 darzustellen, weil wir einen Kreuzmittelpunkt haben. Wir haben nicht nur die 4 Arme, sondern in der Mitte ist schon die 5 gedacht mit drinnen. Das kann man natürlich auch so, ich hoffe, man versteht jetzt, was ich hier sage. Also ich verstehe es. Verstehe es, sehr gut. Man kann es auch so andeuten. Wir haben natürlich das Quadrat auch als Symbol der 4 kennengelernt. Denk mal an die Crowley-Karte, 4 der Münzen. Da ist es ja
super stark symbolbildend abgebildet. Ich bin ganz nervös, dass du immer mich jetzt so anguckst. Normalerweise gucken wir immer so. Ja, du darfst mich aber auch anschauen. Ja, das werde ich geblendet. Ja, ich weiß. Ich kann nichts dafür. Also, ich habe mal das hier mal so dargestellt. Nehmen wir mal das Quadrat weg, dann bleibt es so übrig, ja, als Struktur. Und jetzt kann man natürlich sagen, die vier Ecken, die werden zu diesen fünf Punkten, Positionen. Und tatsächlich, wenn wir das so sehen, dann kommt diese Leere in der Mitte uns ja doch sehr leer vor. Und deswegen kommt natürlich in die Mitte etwas hinein. Das ist der fünfte Punkt. Also, es ist nicht primär das Fünfeck, das uns jetzt hier sozusagen begegnet, sondern die Erweiterung des Quadrats mit dem Punkt in der Mitte, das, was die 5 symbolisiert. Und diese Form kennt ihr alle. Woran erinnert es euch? Letztendlich. Soll ich das jetzt spoilern? Du kannst es spoilern. Also mich erinnert das an einen Würfel. Ganz genau. Euch auch, hoffentlich? Die sind zu sehr mit sich selbst beschäftigt heute. Das wird wild diskutiert. Na, umso besser. Ja, das finde ich auch gut. Also, wir haben hier die Würfel 5. Ganz genau, Tatjana hat es auch erkannt. Die Würfel 5. Das ist sozusagen, ja, so wird die 5 dargestellt. Mhm. Eine alte Darstellung. Und diese Würfel 5, die besitzt natürlich einen symbolischen Wert. Auf den möchte ich kurz eingehen. Denn sie ist bekannt als Quinkungs. Ich weiß, Astrologen unter euch denken jetzt, Moment, Quinkungs, das ist doch der 150-Grad-Aspekt. Vergesst das bitte mal für einen Moment. In der Kulturgeschichte, vor allen Dingen in der Landschafts- und Gartenarchitektur, nennt man es eine Quinkungs. Und zwar diese Anordnung der 5. 4 Punkte im Außen und ein Punkt in der Mitte. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Das ist hier der Hofgarten in München, nördlich der Residenz gelegen, aber ziemlich benachbart zur Residenz. Und dort haben wir diese Symbolik ziemlich deutlich. Ja? Also da sehen wir die 4 Brunnen, die in der Mitte durch die Zahl 5 ergänzt wird, und zwar durch den sogenannten Diana-Tempel, der eigentlich kein Diana-Tempel ist, aber das erklären wir euch, wenn ihr mal mit uns unterwegs seid. Das ist da bei der, wie heißt das Teil, wo Hitler aufmarschiert ist? Am Odeonsplatz? Da ist es, ne? Ja, ganz genau, in der Nähe, ganz genau. Also da sehen wir diese 5 klassisch in der Renaissance als ein strukturbildendes Prinzip in der Gartenarchitektur. Ja, guten Morgen auch an Christine, schön, dass du dabei bist. Und ja, wir sehen eben hier, da könnte man jetzt noch vertieft eintauchen, da ist auch die 12 mit drinnen. Also da ist viel Symbolik drinnen, die man durch Geometrie dargestellt hat. Aber was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich ein altes alchemistisches Symbol. Denn tatsächlich sieht man es hier sehr schön, die 4 Brunnen stehen auch für die 4 Quellen des Paradieses, mhm, die 4 Flüsse des Paradieses, in der Mitte die Urquelle, aus der alles entspringt. Es ist aber auch, natürlich bei der Zahl 4, das haben wir vom letzten Mal schon gehört, denkt man natürlich auch in der abendländischen Tradition auch an die 4 Elemente. Was ist dann in der Mitte? Naja, da müssen wir uns nur die Tarotkarten nochmal betrachten, uns die 10 oder die 21 im zum Beispiel Wade-Smith-Deck ansehen. Und dann werden wir feststellen, dass wir da auch Quinkungsel haben. Das gilt es zu prüfen. Dann schauen wir nach. Die 4 und die 21. Nein, die 10 und die 21. Und die 21. Aha, okay. Ja, stimmt, natürlich, klar, okay, logisch. Die 4 Evangelistensymbole oder Elementesymbole, in der Mitte haben wir dann entweder das Rad des Schicksals oder eben dann die Welt, ganz klar. Und ja, du hast in der letzten Folge auch einen Quinkungs gezeigt, nämlich auf der 4 der Scheiben von Crowley. Stimmt. Also das heißt, ihr seht, von der 4 zu 5 ist es ein kleiner Schritt. Also auf einmal wird aber diese fünfte Mitte wird interessant. Und nordisch zur Pyramide kommen wir gleich. Also das heißt, da steckt natürlich genau dies hier drin. Wenn ihr jetzt mal das von oben, schaut mal einfach so von oben, so wie hier auch im Hofgarten zu sehen ist, dann habt ihr genau diese Struktur. Denn eine Pyramide hat einen quadratischen Grundriss und es wächst in die Mitte zu einer Spitze. Und wenn man das von oben sieht, na, das ist jetzt hier die Pyramide vom Gizeh, wenn man die von oben sieht, kann man ziemlich deutlich dieses Quinkungsmuster erkennen. Und diese Mitte, man hat dieses Symbol verwendet, um eben diesen Aufstieg, ich gehe nochmal eins zurück,
zu sagen, dieser fünfte Punkt, der ist nicht einfach in der Mitte, sondern der schwebt sogar oben drüber. Und das oben drüber bedeutet natürlich, aus den vier Elementen, Feuer, Wasser, Luft und Erde, wächst sozusagen in die Höhe das fünfte Element. Ja, das ist das, was wir erreichen, wenn wir die vier Elemente in die richtige Ordnung gebracht haben in der vier, kommt das fünfte Element von alleine auf und das ist die Quinta Essentia, lateinisch fünftes Element. Ja. Fünfte Essenz. Ich wusste jetzt nicht, was du hören willst. Wusste ich jetzt erst auch nicht. Fünftes Element, Quinta Essentia. Alle Menschen kennen, die meisten Menschen kennen von euch die Quintessenz. Quintessenz, wenn wir das heute so sagen, die Quintessenz meiner Rede ist eigentlich ein alchemistischer Ausdruck, verweist auf das fünfte Element. In der Tradition ist es manchmal Äther genannt, aber die Alchemisten haben damit eher den Stein der Weisen verbunden, der Lapis Philosophorum. Also das heißt sozusagen das, worum sich die ganze Alchemie dreht. Die Pyramide, so wie ihr sie hier seht und so wie sie von oben gesehen wird, und die Quinkungs ist die einfachste, schlichteste Darstellung des gesamten alchemistischen Prozesses. Ja. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema, das das Spannende daran ist. Ich habe das Bild das letzte Mal schon gezeigt. Wir sehen hier einen Mann, einen Alchemisten vielleicht, ja, der die vier Elemente balancieren muss. In der einen Hand dieser Pustemond, Pustekopf, das ist die Luft natürlich, Feuerkugel ist das Feuer, mit einem Fuß steht er am Land, mit dem anderen auf dem Wasser. Da merken wir, und er ist sozusagen das fünfte Element, er ist der, der es zusammenhält. Und wir merken, das Ganze ist nicht so einfach. Es ist nicht einfach, dass die vier Elemente da vorhanden sind, sondern er muss es, sieht ja sehr unbequem aus, wie er da steht, und er muss echt die Balance halten. Und da meine ich als erstes Bild auch die Bedeutung der fünf als was Wackeliges wahrzunehmen. Mhm. Es ist sozusagen eben nicht so, dass das so, die vier Elemente sind zwar da, aber sie in die richtige Position zu bringen, braucht Balanceakt, ist in dieser, ja, du bist sozusagen, ich sehe ihn förmlich, wie er versucht, durch Bewegung und Gegenbewegung das Gleichgewicht zu halten. Mhm. Also die 5 ist sozusagen was Wackeliges und ist auch eine Prüfung. Und da kommt für mich der Saturn auch mit rein. Schafft das oder schafft das nicht? Wir wissen es nicht. Ja. Genau, und Annette fragt ja auch, wie bringen wir die Elemente in die richtige Ordnung? Und das ist genau die Frage, die sich uns in der 5 stellt. In der 5, wenn wir ja auch über Tarot nachdenken, das sind eigentlich Krisenkarten, alle 5 kleinen Karten, werden wir wirklich vor große Herausforderungen gestellt, die uns zum Umdenken auffordern, zum Zusammenraufen auffordern, Gefühle loszulassen, die uns behindern oder ja auch durch materielle Sorgen zu gehen. Und wir müssen besonders kreativ sein in den 5. Ich habe das immer als den Aufbruch ins Unbekannte bezeichnet, weil wir aufgefordert sind, uns nach vorne zu bewegen, aber ja, keine Garantie haben, dass es gut geht. Mhm. Eigentlich genau das, was gerade die Welt durchmacht. Ja, also 5, Krisenzahl. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn wir natürlich jetzt eine andere Darstellungsform der 5 bevorzugen, dann fällt uns natürlich vielleicht dieses hier ein, das habe ich vorhin schon gezeigt, weil ja in dem Forest of Enchantment Tarot in der Mitte dieses Rats des Lebens auch so ein Pentagramm abgebildet ist, das aus 5 Kräutern gebildet wird. Und das Pentagramm ist natürlich ein zwiespältiges Symbol, das weiß ich. Je nachdem, wie rum man das zeichnet, wird es manchmal sogar mit Satanismus in Verbindung gebracht. Mir gefällt sie hier sehr gut, weil die Zahl 5 einfach auch eine Zahl ist, die zunächst einmal diesen Moment, die Elemente kommen in Bewegung, verkörpert. Und die Zahl 5 ist ja auch die Zahl des Menschen. Ich zeige euch das nachher. Ne? Der Mensch mit seinen 5 Extremitäten. Und hier sieht man sehr schön, dass da die Blüten rauskommen. Natürlich 5-blättrige Blüten eines Rosengewächses. Vielleicht ist es ein Weißdorn, man weiß es nicht. In unserem Schulnotensystem bedeutet 5 nicht genügend. Ja, auch das ist natürlich eine Assoziation, die vielleicht mit Saturn und 5 in Verbindung steht. Aber es ist noch keine 6. Die 6 ist sehr positiv konnotiert. Im Schulnotensystem leider nicht. Und es gibt ja ganz unterschiedliche Schulnotensysteme. Na Gott sei Dank.
Also, das heißt, an dieser Stelle ist sozusagen etwas in Bewegung. Die 5 deutet auf das dadurch darauf hin, dass wir da sozusagen dass da was in Bewegung gerät. Was war übrigens im Forest of Enchantment Tarot, finde ich spannend, dass es da mit dem Wheel of Fortune in Verbindung gebracht wird, das ja auch in Bewegung kommt. So, Pentagramm ist natürlich das Stichwort. Und zunächst einmal auch ein Bild, das ich schon mal im anderen Zusammenhang gezeigt habe, nämlich die Rose, die ein 5-blättrige, also die mit der Zahl 5 verbunden ist, und mit der Venus. Interessant. Ne? Also, ob wir das jetzt so ohne weiteres mit den 5 in Verbindung bringen, weiß ich nicht. Ist da irgendeine Venuskarte mit dabei? Venus im Skorpion? 5 der Kelche? Ist das Venus im Skorpion? Venus im Skorpion ist 5 der Kelche, ja. Aber das hat nochmal eine andere. Ich glaube, das können wir nicht einfach so übernehmen. Nee, Moment, ich glaube, das ist Mars im Skorpion. 7 der Kelche ist, glaube ich, Venus im Skorpion. Ja, ich glaube, ja. Aber auf alle Fälle irgendwie auch so eine schlammige Karte. Ich finde, dass das eine sehr interessante Assoziation erstmal ist, weil wir, wenn wir nachher die 5er-Karten sehen, und da sehen wir, dass die alle irgendwie so, wie du schon sagst, irgendwas was Scheiterndes haben, irgendwie was Enttäuschendes haben. Aber eigentlich ist die Zahl 5 eine positive Karte aus dieser Perspektive, weil sie das Leben verkörpert, das sich eben häufig in 5ern verkörpert. Also es heißt hier zum Beispiel, ich habe das hier aus diesem Buch, das ich euch ans Herz legen kann, das Mysterium der Zahl, ist ein Referenzwerk, das es schon ziemlich lange gibt, von Franz Karl Endres und Annemarie Schimmel. Da findet ihr viel spannende Assoziationen zu den Zahlen. Du kennst es bestimmt auch. Und da heißt es eben, die 5 ist die Zahl des Lebendigen. Das, finde ich, sollte man sich immer vor Augen halten. Und so heißt es in Schillers Piccolomini, 5 ist des Menschen Seele. Wie der Mensch aus Gutem und Bösen ist gemischt, so ist die 5 die erste Zahl aus Grad und Ungrad. Ja, man muss sich überlegen, dass wir in Religionen, also auch wenn wir über den Golden Dawn oder so nachdenken, ja dieses Rosenkreuzer-Symbol haben. Ne? Aus dem gekreuzigten Gott, der in unterschiedlichen Formen erscheint, erwächst dann diese 5-blättrige Rose, die sich dann immer weiter entfaltet. Von daher ist sie vielleicht nicht nur die Zahl des Lebens, sondern die Zahl des, ich überwinde den Tod, um ins Leben zu kommen. Genau, und da könnte ich mir trotzdem eine Krise vorstellen, weil, das habe ich vorhin erwähnt, wenn wir sozusagen die 4 nehmen, die 4 ist die Zahl der Ordnung, da ist alles noch strukturiert und geordnet. Die Gefahr der 4 ist immer Starre, dass etwas erstarrt. Und Starre ist letztendlich in Kategorien des Natürlichen gedacht der Tod. Ja. Also braucht es immer wieder die Krise der 5, damit es wieder in Bewegung kommt, damit wieder was passiert, damit wir sozusagen nicht erstarren und damit absterben. Und so ist für mich die 5 immer die Zahl des Lebendigen. Und ich habe hier eben auch, das wollte ich noch sagen, da heißt es hier eben, in der Tat ist es auffällig, dass die 5 als Ordnungszahl in Kristallen nicht vorkommt. Dort sind nur Zähligkeiten 2, 3, 4 und 6 möglich. Dagegen ist die 5 die hervorragende Ordnungszahl der belebten Natur. Die Anzahl der Blütenblätter ist oftmals 5. Und Psychologen haben das Aufbrechen der Blüten im Frühling mit ihren ungezählten 5-sternigen Blütenblättern als revolutionär empfunden. Und so weiter. Ja. Und in der Gartenbaukunst, haben wir schon gesagt, steht die 5 für das Pflanzenleben und so weiter und so fort. Also da gibt es eben einen Aspekt, der mir interessant erscheint, wenn wir dann später die Augenkarten sehen. 5 ist die Purisas als 5. Rune. Ja, auch das kommt noch dazu. Ist es wirklich die 5. Rune? Ja. Ich habe es heute irgendwie nicht mit Zahlen. Wie passend, dass ich heute über Zahlen philosophiere. Ja, sehr gut. Ja. Schauen wir mal weiter. Das habe ich euch ja schon gesagt, den Menschen können wir auch in die 5 einpflanzen. Berühmtes Bild aus Agrippa von Nettesheim, magischen Werken. Da sehen wir auch noch die 5 Planeten zugeordnet, die 5 echten Planeten. Denn wenn wir Sonne und Mond mal außen vor lassen, die man ja auch durchaus als Nichtplaneten bezeichnen kann, weil sie Lichter sind, bleiben 5 Wandelsterne der klassischen Antike übrig, die dann noch zugeordnet werden. Das
sehen wir eben auch der Mensch als derjenige, der dieses bewegende Element darstellt und damit die Quinta Essentia. Mhm. Ja, die Zuordnung gibt es ja dann auch, dass die vier Schenkel, also Arme und Beine, den Elementen zugeordnet sind. Und oder kommt das jetzt gleich? Nee, das kommt nicht. Okay, und oben sitzt dann Spirit, also als das beseelende Element. Genau. Ja. Mhm. Ja, dann habe ich natürlich noch die Hand als Symbol mitgenommen. Wir haben hier die Hand Fatimas, die ihr vielleicht kennt als Schutzsymbol. Das habe ich einfach noch mit dazu getan, weil es ja eine stilisierte Hand ist. Ich frage mich da immer, was ist der Daumen, links oder rechts? Aber man kann deutlich die Hand erkennen. Ja, aber eigentlich auch nochmal ein interessanter Gedanke, dass wir fünf Finger haben, ne? Ja, fünf Finger. Und eigentlich Finger, zusammen zehn. Zusammen zehn. Mhm. Also ich meine, warum haben wir fünf Finger? Also warum eigentlich? Ein evolutionärer Vorteil. Leider ist Christine weg. Die hätte uns das noch sicherlich erklärt, wo das ist. Wir haben ja immer vier Finger und der Daumen, das ist ja das, was uns als Hominide, das haben ja Affen auch, von anderen fünffingrigen Tieren unterscheidet, den Greifdaumen, mhm, der uns sozusagen erlaubt, uns festzuhalten. Das ist eben was ganz Besonderes. Da haben wir auch die vier Elemente und der fünfte, der Daumen, ist sozusagen der Ausschlaggebende, der für die Evolution des Menschen offensichtlich von Vorteil war. Und wir haben die fünf Sinne. Wir haben die fünf Sinne. Fünf Finger an der Hand. Wir haben die fünf Extremitäten. Wir haben zahlreiche Fünfer, die auf das Menschliche hinweisen. Mhm. Während die Zahl Gottes eher die sieben ist, kommen wir eher dann dazu, die sieben Tage der Schöpfung, sieben Todsünden und so weiter. Also wir haben ja letztes Mal uns viel über Vieren Gedanken, mhm, gemacht, ne, beim Einstieg, und das haben wir heute gar nicht gemacht. Vielleicht fallen euch noch da draußen ein paar Fünfer-Beispiele ein. Fünf Arbeitstage haben wir, das passt wieder zu Saturn. Also es gibt natürlich auch sechs Arbeitstage, wie du mir gestern nochmal erklärt hast. In Bayern wird sechs Tage dann gearbeitet. Ja, in Bayern hat man aber auch viele Feiertage. Mhm. Ja, und man verbindet, also ist das so Sprichwörter mit der Fünf, kenne ich jetzt gar nicht so viele. Kenne ich jetzt gar nicht so. Ja. Alle, nee, das sind die Vieren, die man gerade sein lässt. Lässt die Vieren gerade sein, fünf. Fünf. Weiß nicht, vielleicht fällt euch was ein, werde ich jetzt dankbar, wenn euch da so ein paar Dinge einfallen. Alle Fünfe gerade sein lassen, Lucy, ich glaube, es sind alle Viere. Ja, ich glaube auch. Ich habe es aber auch eben gedacht, erstmal, Lucy. Ja, in jedem Fall, die fünf Freunde. Ja, fünf Freunde, das sind wir. Also, klar, es gibt schon Beispiele. Ne? Es gibt die fünf weisen Alten im Chinesischen. Also so, mir fallen jetzt solche mythologischen Sachen. Ich muss alle Fünfe gerade sein lassen, weil die werden ja gerade sein lassen. Die Vier ist ja gerade. Ich glaube, die Lucy hat recht. Ich glaube, Lucy, du hast recht. Ja. Ich glaube, es sind alle Fünfe. Wir sollten uns über solche Dinge nicht so sehr Gedanken machen. Dazu haben wir euch dann das fünfte Rad am Wagen. Das fünfte Rad ist cool, Birgit. Ja, das sehr ist gut. Birgit. Mhm. Sehr gut. Das passt nämlich dann auch ein bisschen zu dem, was die Tarotkarte wohl meint. Mhm. Das fünfte Rad am Wagen, ja, danke. Fünf gerade. Fünf seine, gerade. Ja. Lucia, ihr habt recht. Ja. Alle fünf Sinne beieinander auch haben. Ich erst gesagt, bist du nicht gesagt. Dann... Nein, ich habe da nichts zu tun damit. Mhm. Ich bin ein großer Freund der Zahl 4. Ja, mein Hathor, ich glaube, ihr habt alle recht. Es sind die Fünfe, die man gerade sein lässt. Macht so, ja auch mehr Sinn. Macht vielleicht mehr Sinn. Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ja, über die 4 ist eine gerade Zahl. Wieso soll man die gerade sein lassen? Ja, ich dachte immer, weißt du, was meine Assoziation war, wenn man sagt, alle Fünfe gerade sein lassen, sich so ausgestreckt auf eine Wiese hinlegen und alle Gliedmaßen gerade von sich strecken. Also ich glaube, meine das heißt Assoziation. Eigentlich, dass man sich, dass man es nicht so genau nimmt. Weil die 5 eigentlich eine ungerade Zahl ist, mhm, und jetzt macht man sie gerade. Ja, man ist nicht so penibel. Also eigentlich abgerundet so. Oder aufgerundet. Mhm. Nee, einfach, ja, also ich nehme es heute nicht so genau. Interessant. Muss ich drüber nachdenken. War mir noch nie bewusst. Super spannend, du hast recht. Wahrscheinlich ist das der Hintergrund. Ja. Also, wie auch immer, 5 auch als Schutzsymbol, Pentagramm, ja ganz ähnlich, das Pentagramm ganz häufig auch als Schutzsymbol. Ich habe euch nochmal ein Pentagramm mitgebracht, nämlich das der 5 Elemente, wie wir sie aus der chinesischen Philosophie kennen, die ja eigentlich keine Elemente sind im klassischen Sinne. Elementum heißt ja Baustein, also die 4 Elemente sind Bausteine, aus denen die Welt zusammengebaut ist. Die Chinesen haben dieses
diesen Gedanken gar nicht bei ihren sogenannten fünf Elementen, sondern sie nennen sie Wandlungsphasen. Das finde ich wieder interessant, dass sie eben fünf Fünfe haben, weil das Element 5 eben diese Wandlung verkörpert. Gehen wir jetzt nicht näher drauf ein, wäre was Eigenes für sich, mal sich damit zu beschäftigen, aber es angedeutet, da haben wir natürlich auch diese Darstellung, dass da was in Bewegung gerät und dass es was mit Bewegung zu tun hat. Aber ihr kommt ja auch alle mit der Deutung der 5, dieses Sprichwortes daher, und da haben wir wieder dieses saturnische Element darin. Ne? Also ja. Eigentlich nimmt es die 5 genau, aber wenn man sich da mal ein bisschen entspannt, dann geht man aus dem Saturnischen raus, zurück ins Jupiterische oder hin in die 6, die ja auch eine angenehme Zahl ist. Genau, also irgendwie, da merkt man, da ist so eine Spannung in dieser 5 drin. Und jetzt gehen wir mal in Richtung Tarot, denken wir mal weiter. Wir haben das ja auch immer auch mit den großen Arkana verglichen. Und ja, die 5. ist natürlich eher hier. Ja, also das ist hier im Tarot de Marseille der Papst, wie er da noch genannt wird. Wir haben ja auch da als Gegenstück die Päbtissin statt der Hohepriesterin. Und der Papst ist eine sehr spannende Karte, weil er, später auch Hierophant genannt, die erste Karte ist, wo wir mehrere Personen abgebildet haben in den großen Arkana. Bei allen Karten zuvor ist immer nur eine Person da, die uns sehr präsent anschaut. Hier der Hohepriester, gerade hier im Marseille-Deck, ist konzentriert auf seine Schüler, auf seine Adepten und gibt ihnen eine Lehrmeinung wieder. Der ist quasi jetzt für mich immer auch der Übersetzer dessen, was das Göttliche uns sagen möchte. Auf der einen Ebene, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich anfangen soll, weil es gibt so viel über den Hohepriester zu sagen. Vielleicht, wenn ich kurz mal den Gedanken aufgreifen darf, dass er natürlich hier als Lehrmeister dieses saturnische Prinzip verkörpert. Ja. Dass er als Lehrmeister derjenige ist, der Ordnung und Struktur hineinbringt. Aber wo bringe ich denn Ordnung und Struktur hinein? Ja. Nur da, wo Unordnung und Struktur fehlt. Also gedacht ist er sicherlich der Saturn. Aber wann muss Saturn auf den Plan gerufen werden? Wenn die Dinge in Bewegung sind. Und dadurch drohen, vielleicht in eine Richtung sich zu entwickeln, die man nicht möchte. Also im Tarot nach Golden Dawn ist der dem Stier zugeordnet. Und ich empfinde die Karte allerdings immer eher so als eine schützige Komponente. Vielleicht gehen wir einfach mal zurück zur 4, wo es ja darum geht, Struktur und Ordnung zu schaffen. Die 4 Elemente, die das Irdische ausmachen, da hatten wir letztes Mal ganz, ganz viele Stichworte zu, die zu beherrschen. Der Herrscher beherrscht sein Königreich. Wir beherrschen die Materie. Wir haben vielleicht auch Erfolg im Leben. Ne? Das sind alles Sachen, die wir mit der 4 verbinden. Und dann kommt aber irgendwann ein Punkt, wo wir uns nach der Sinnhaftigkeit dessen fragen, was wir da eigentlich tun. Also wir rödeln vor uns hin in der 4. Das kann angenehmes Rödeln sein, das kann aber auch einfach unangenehmes Rödeln sein. Und wenn dann kommt die 5 ins Spiel, die uns fragt, warum tue ich das alles? Mache ich das Richtige? Bin ich eigentlich an einer Stelle in meinem Leben, wo ich das noch weitermachen möchte? Was ist der tiefere Sinn? Und dann sind wir in der 5. Und das ist halt auch das, was uns große Schwierigkeiten gerade im Tarot bereitet. Ne? Also, weil wir spüren sehr oft, gerade wenn wir oft den Hohepriester ziehen in einer Legung, dass wir uns eigentlich verändern müssen. Es ist der Schritt von Beruf, Herrscher, hin zu Berufung, Hohepriester. Und das fällt uns oft nicht immer leicht, weil wir halt diese Sicherheiten, wir haben diese tolle Burg gesehen in der Crawley-Karte, 4 der Münzen, diese Sicherheit verlassen müssen und uns ja hinbewegen müssen zu etwas, wovor wir Respekt haben. In dem Zusammenhang, jetzt habe ich glaube ich einen Faden, wie ich die Karte besser erklären kann, müssen wir uns meistens erstmal jemanden unterwerfen, so wie das die Adepten hier dem Hohepriester gegenüber tun.
Die Karte wird ja auch immer mit Vertrauen in Verbindung gebracht. Also wir müssen jemanden vertrauen. Viele Menschen gehen in diesem Stadium zu einem Psychologen, machen eine Analyse. Viele Menschen schließen sich einer spirituellen Gemeinschaft an, vertrauen einem Guru. Viele Menschen vertrauen darauf, was der Papst ihnen sagt oder irgendjemand anders. Da gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Menschen, die... Die Auswahl ist groß. Die Auswahl ist groß. Und wir wollen von diesen Menschen Erkenntnisse, damit wir uns selbst finden. Aber das setzt voraus, dass wir uns diesen Menschen ihren Ansichten unterwerfen und sie erst einmal hinnehmen. Und das ist ziemlich schwierig, sehr oft. Mhm. Auf der anderen Ebene ist die 5 für mich auch immer die Karte, die symbolisiert, wenn wir als Kinder zum ersten Mal aus unserer vertrauten Umgebung des Heims, Herrscher, Herrscherin, in die Welt kommen, meinetwegen in die Kita oder aber vor allem in die Schule, und auf einmal feststellen, diese Gesetze, die der Herrscher aufgestellt hat, die gelten ja nur bei mir zu Hause. Da ist ein Kind, das hat ganz andere Gesetze zu Hause und da das und das. Und unser Horizont erweitert sich in der 5. Deswegen ist die 5 auch immer die Karte der Gesellschaft, die Karte der Kultur, in der ich aufwachse und in der ich mich finden und positionieren muss. Und ja, das ist immer schwer. Und wenn ich jetzt sage Übersetzer, rede ich zu viel? Soll ich noch weitermachen? Red doch mal. Dann ist es für mich immer sehr stark so, dass die Hohepriesterin, hier die Päpstin im Tarot de Marseille, eigentlich darstellt, das ist der tiefere Sinn des Lebens. Das ist dein Sinn. Aber der Hohepriester ist quasi das Sprachrohr dieser Hohepriesterin. Und er, für jede Kultur, für jeden Glaubensweg, interpretiert er die Wahrheiten der Hohepriesterin, und wir werden dadurch auch sicher konditioniert. Und erst in der 6 werden wir wahrscheinlich erkennen, dass wir auch unsere eigene Meinung haben. Bei der 5 geht es ja stark darum, sich erstmal etwas unterzuordnen, damit wir uns auf eine Suche begeben können. Also ich finde es interessant, weil gleichzeitig ja auch die Krise angedeutet wird, die 5 hat. Und dass wir in dieser Krise anfällig sind, auch für Dogmen, so wie wir anfällig sind dafür, ich weiß jetzt nicht mehr weiter. Ne? Also suche ich mir jemanden, der mir erstmal erklärt, was die Welt im Innersten zusammenhält. Vielleicht brauche ich diesen Zwischenschritt, ja, das ist der Moment, weil ich kann es noch nicht wissen. Ich brauche einen Lehrer. Aber die Krise steckt darin, dass gleichzeitig die Abhängigkeit entsteht. Also das heißt, ich bin abhängig in dem Moment, aber ich brauche diesen Moment der Abhängigkeit, weil ich ja selber aus dem Quark nicht komme. Also ist dieser Lehrmeister auch die Gefahr, in die Stagnation zu gehen, wenn ich jetzt bei dem hängen bleibe. Und ja, oder du findest deine Erfüllung dort, das ist ja auch in Ordnung. Also viele Menschen, wenn sie jemanden gefunden haben, dem man vertrauen kann, bleiben ja dann auch dort, ne? Kann man sich jetzt streiten, ob das gut ist für sie oder nicht. Das ist jedermanns und jeder Frau's eigene Entscheidung. Also da sehen wir hier die crowleyanische Variante. Die finde ich unter den Gesichtspunkten, die du jetzt geschildert hast, besonders interessant. Weil mir ist immer schon aufgefallen, alles sehr maskenhaft. Ne? Alles so wie tönerne Masken. Man spricht durch ihn hindurch. Also das ist so für mich das Thema Persona. Aus der Antike, Persona heißt ja Personare hindurchtönen. Das waren die Masken, die Schauspieler angezogen haben, wenn sie gesprochen haben und in Rollen geschlüpft sind. Also wir können diesen Hohepriester, den wir hier sehen, auch als einen bezeichnen, durch den nur etwas hindurchtönt. Aber in dem Moment, wo es durch ihn hindurchtönt, ist es nicht mehr das reine Original, so wie das Licht, das durch das Fenster hinten durchkommt, natürlich nicht mehr das reine Sonnenlicht ist, sondern gefiltert wird durch das Licht, also gefiltert wird durch die Scheiben. Das heißt, wir bekommen zwar ein Stück weit vielleicht eine Wahrheit, aber wir sollten niemals das, was der Hohepriester sagt, für die Wahrheit per se halten, sondern wir müssen erkennen, und das ist wahrscheinlich der schmerzhafte Schritt, dass er auch nur seine eigene Wahrheit wiedergibt. Manch ein Hohepriester behauptet vielleicht, das ist ja so ein bisschen das Thema, ich sage euch die Wahrheit. Aber da ist der Moment der Krise. Und ich finde es schön bei Crowley, dass er diese
das Pentagramm als Zahl immer wieder weiter aufnimmt. Also spannend. Und da kommt ja auch die Quintessenz ja wieder rein. Da haben wir die vier Masken der Elemente und in der Mitte dann den in dem Stern das neugeborene Kind. Also Crowley war ja sehr stark geschädigt durch seine Eltern, die sehr anstrengend waren mit ihrem Glauben, und er hat die Kirche wirklich gehasst. Das hängt einfach mit seiner Prägung in der Kindheit zusammen. Und für ihn war der hohe Priester eben eher ein Negativbild. Das, finde ich, sieht man auch. Also er macht ja auch das Einweihungszeichen nach unten. Na, das ist ja eigentlich nicht, wie der hohe Priester sonst dargestellt wird. Also Einweihung, auch ein weiteres sehr wichtiges Stichwort, der Fünf. Na, wir werden... das ist ja auch das Thema der Quintessentia. Wir werden auf einen neuen Level hingebracht. Und man kann jetzt sagen, okay, dieser hohe Priester wird gespeist von der hohe Priesterin, die ja sich unterhalb von ihm befindet. Sie ist ein bisschen dargestellt wie die Maat, also wie die Göttin der Gerechtigkeit. Gleichzeitig könnte man auch sagen, er unterdrückt sie. Also er, wie das so ist, jede Religion in jeder Zeit drückt die Wahrheit als ihre absolute Wahrheit aus, aber immer anders, als das andere Religionen tun. Und das ist halt das ist nur eine Hülle. Die wahre Wahrheit sitzt in dieser Hohe Priesterin. Gleichzeitig schafft das, was der Hohe Priester uns bringt, weil wir uns ja auch mit ihm dann auseinandersetzen. Wir positionieren uns in Sachen Kirche. Wollen wir da weiter zu angehören? Wollen wir weiter unser Geld zahlen für was, woran wir nicht glauben? Treten wir aus? Machen wir dieses? Machen wir jenes? Da wächst dieser neue Stern in ihm auf. Und wir haben hier mehrere Sterne. Wir haben auch ein nach unten gerichtetes Pentagramm, in dem Fokus steht dann die Hohe Priesterin. Also es ist eine sehr spannende Karte. Und wir haben übrigens auch den Stier. Der Stier ist drinnen. Und wir haben natürlich auch hinten die Rose in dieser Fensterrosette. Also Crowley spielt ja ziemlich genial, und natürlich auch Lady Frieda Harris, die das gemalt hat, spielt natürlich damit, mit dieser Zahl 5, und da gibt es noch viele, viele weitere Anspielungen. Dazu schaut euch bitte aber auch mal unsere Folge über den Hohepriester im Tarotgarten an, da haben wir da schon ziemlich ausführlich drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir diese Gedanken so formuliert haben, aber ich denke, sie tauchen auch mit auf. Ich finde es eine sehr spannende Karte, auch wenn man das vor dem biografischen Hintergrund von Crowley auch sieht. Für mich ist klar, dass das sich unterwerfen im ersten Schritt dazu führt, auch dass man letztendlich in die Auflehnung gehen wird. Also ich sage, als natürlicher Prozess ist die Unterwerfung vielleicht richtig, so wie wir uns auch unseren Eltern unterwerfen, weil wir einfach nicht wissen, was richtig und falsch ist. Und in dem Moment, wo wir es selbst nicht wissen, orientieren wir uns an Vorbildern. Und dann kommt aber der Moment, wo wir erkennen, nee, du musst deinen eigenen Weg gehen. Und wenn wir den versäumen, dann bleiben wir beim Hohepriester hängen und hängen an den tönernen Lippen von Masken. Ein ganz wichtiger Aspekt beim Hohepriester, als wir über den Heindl-Tarot geredet haben, ne, haben wir uns auch bei der 5 lange aufgehalten, Überlieferung, Tradition weitergeben. Er steht für die Traditionen, er steht aber auch für das Dogma. Ne? Und das ist halt die Gefahr, gerade wenn wir uns jetzt vertrauensvoll jemanden hingeben, ob wir nun in die Kirche eintreten, ob wir uns einem Guru anschließen, wir müssen bestimmte Regeln befolgen, die sehr oft dogmatisch sind. Und das ist dasselbe, wenn wir konditioniert werden durch die Schule zum Beispiel. Ne? Also als ich zur Schule ging, hat man mir noch erklärt, dass Hitler ja wenigstens die Autobahn gebaut hätte. Und wir haben das in der zweiten, dritten Klasse auch dann natürlich geglaubt. Wir kamen dann nach Hause und haben gesagt, naja, wenigstens hat Hitler die Autobahn gebaut, weil wir von Kindern, von Lehrern noch unterrichtet wurden, die ja zurückkamen und... die ein anderes Verständnis von Geschichte haben. Und erst später haben wir dann erkannt, okay, vielleicht müssten wir das doch nochmal anders hinterfragen. Also das ist so, was ich mit dem Hohepriester stark verbinde. Ja, wir haben das zum Beispiel immer gehabt. Ich
im Lateinunterricht bei Julius Caesar. Da gab es dann auch mal Argumente. Hitler hat ja, Julius Caesar hat ja auch die Sümpfe trockengelegt. Da sage ich, ja, und Hitler hat auch die Autobahn gebaut. Mhm. Aber dabei hat Julius Caesar ganz schön viel Leid und Unglück auch über die Welt gebracht. Es sind immer zwei Seiten an dieser ganzen Geschichte. Was ist jetzt Wahrheit, was nicht? Was ist Wirklichkeit, was nicht? Das ist so ein Thema, was da drin hängt. Und in diesem Dilemma entsteht aber, und das finde ich die wichtige Botschaft, wenn man sich in das Dilemma einspannen lässt, von Gut und Böse, richtig und falsch, dann kommt man ganz schnell in die, ich finde es hochaktuell, fällt mir gerade ein. Das meine ich ja. Dass du nur für und dagegen eine Sache sein kannst. Entweder bist du dafür oder du bist dagegen, Punkt. Ja. Und der Hohepriester ist derjenige, der uns sozusagen genau in dieses Dilemma hineinführt. Genau. Und wer sich da zu schnell auf eine Seite bringt, der versäumt den Punkt, wo aus der Mitte dieses Dilemmas und der Verzweiflung was Neues entstehen kann. Ganz genau. Und das ist, was ich meine, dass wir die Fünfer, wir sind jetzt in dieser Welt politisch, spirituell, klimatologisch, genau, in der Fünferenergie. Wir beziehen alle Positionen, das heißt, oft ist es ganz schwer, gerade eine Position zu beziehen, weil wir die unterschiedlichsten Infos aus den unterschiedlichsten Lagern bekommen. Mhm. Und eigentlich können wir uns dann nur durchhangeln, wenn wir unseren persönlichen Leitfaden entwickeln und uns auf den Weg machen, so wie wir es ethisch, Ethik ist auch noch ein wichtiges Wort bei dem Hohepriester, für richtig halten und dann schauen, was dann passiert. Mehr können wir nicht tun. Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben ja, ich habe hier nochmal den Baum des Lebens mitgebracht, der ja, den wir jetzt nicht so vertiefen müssen, aber der für den Tarot ja eine wichtige Rolle spielt. Und da ist die Position der Fünf, wir haben ja die Position als erste, die Position der Vier gehabt, als erste, die sozusagen den sogenannten Abyssos überquert hat. Jetzt sind wir in der Fünf. Gibt es da irgendwas noch Wesentliches zu sagen von deiner Seite aus, Kirsten, mit der Fünf? Naja, sie ist Mars zugeordnet, also eine sehr dynamische Energie, die nach den Bequemlichkeiten der jupiterischen Vier, Chesed, ja so ein bisschen Umf hineinbringt. Und naja, sie ist auch wieder so eine Schwellenenergie, denn die nächste Sephira, die dann wir erreichen, ist Tiferet, das Paradies. So ein bisschen, okay, schaffen wir es, in unser Paradies zu kommen, ja oder nein? Aber ich glaube, das ist jetzt eine Wiederholung von dem, was wir alles. Also es spiegelt sich darin. Ja. Man könnte vielleicht sagen, astrologisch ist sie auf dem Mars zugeordnet. Da merken wir schon, da piekst es, da brennt es, da kommt Bewegung, Dynamik rein. Also spannend, wie da die Korrespondenzen ineinander greifen. Jetzt sind wir auch schon beim Thema der Karten selbst. Zu den Augenkarten komme ich jetzt, würde ich jetzt gerne kommen. Und habe euch nochmal die Vier mitgebracht. Nur um euch zu zeigen, dass schon in den doch auf den ersten Blick schlichten Versionen der Marseille-Tarot-Varianten die Fünf schon angelegt ist. Schaut mal, wir haben vier Kelche, aber in der Mitte haben wir so eine Blüte. Und ich habe das jetzt mal hier so dargestellt. Schaut mal, was passiert, wenn man das übereinander legt. Aus der Blüte entsteht dann der fünfte Kelch. Mhm. Ja? Und das Ganze kann man hier sehen. Wir haben die vier Schwerter. Mhm. In der Mitte sehen wir schon so eine Blume, eine blaue Blume. Und die verwandelt sich in ein fünftes Schwert. Ja? Novalis hat ja gerade 200, 250-jähriges, ich bin mir gerade nicht sicher, 200-jähriges, glaube ich. Novalis? Ach, die blaue Blume, so kommst du drüber. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie kommst du auf Novalis? Nee, es muss 150 sein. Ich glaube eher 150. Wir sind jetzt 2020, nee, 200-jähriges. 200-jähriges. 1800, ja, das müssen wir wissen. Ja, 200-jähriges. Dann haben wir hier die vier Stäbe. Und da seht ihr auch oben und unten so eine Art Blume. Und die verwandelt sich in den fünften Stab. Also diese Idee, dass in der 4 die 5 angelegt ist, vollzieht das Marseillaiser Tarot ziemlich perfekt. Mhm. Hier bei den 4 der Münzen in der Mitte so ein Schild mit der französischen Lilie und verwandelt sich in das fünfte Element. Mhm. Ich würde aber gerne über die Inhalte eher anhand von anderen Tarots... Guck mal, aber wenn ich nochmal sagen darf, da sind ja auch kleine Rosenkreuze drin. Das stimmt, ja. Das ist das gleichschenklige...
Kreuz. Das sind keine Rosenkreuze. Das sieht doch, da ist eine Blume, jedes Mal geht da auf. Guck doch mal. Aber eine vierblättrige, nicht eine fünfblättrige. Was man deutlich sieht, ist natürlich die Quinkungs wieder. Also das sieht genauso aus wie das Kreuz beim Golden Dawn. Mhm. Man kann nicht sehen, wie viele Blütenblätter die... Aber es erinnert möglicherweise daran. Total. Mhm. Habe ich noch nie gesehen. Wobei Rosenkreuz ja eher so 17. Jahrhundert ist. Ja, aber es gibt ja dieses Kreuz, das Rosenkreuz des Golden Dawn, das sich so entfaltet. Und da sind auch diese vier Triebe und die fünfblättrige Blüte, die dann immer größer wird. In jedem Fall sieht man die Quinkungs, also dieses alchemistische Symbol. Die Würfel 5, erinnert euch, das wird hier auf alle Fälle dargestellt. Wir sehen es jetzt ganz anders. Wir schalten jetzt mal um zu den beiden bekanntesten Tarots. Und da sehen wir hier die Crowley-Variante. Ich habe jetzt mal als Beispiel die 5 der Münzen genommen. Da kommt natürlich das Pentagramm ins Spiel. Und er nimmt natürlich auch ein umgedrehtes Pentagramm. Ja, Kirsten, was kann man dazu sagen? Ich finde es eine hochinteressante, spannende Karte. Gerade die crowleyanische Variante gefällt mir gut. Ja, wir haben ja letztes Mal uns auch länger über die 4 der Scheiben bei Crowley unterhalten, wo alles so schön stabil und kraftvoll und strahlend aussah. Sonne im Steinbock. Ne? Mhm. Jetzt sind wir bei Merkur im Stier angelangt. Mhm. Und diese Karte, da sehen wir auch den Merkur, ne? Das ganz ist oben ist er. Genau. Ja. Diese Karte zeigt halt, also gerade wenn es um die Fähigkeiten des Merkurs, der ja der schnellste Gott unter allen ist, beweglich ist, ne? Wenn es darum geht, mit dieser Energie jetzt zu arbeiten, da bringt diese Sicherheit, dieses Quadratische, gerade Probleme. Mhm. Ne? Also dieses das Gold, was wir in der 4 der Scheiben sehen, ihr müsst euch das Video nochmal anschauen, weil wir haben jetzt die Karten hier nicht parat, wird jetzt total überdeckelt von diesen Räderwerken. Es ist nicht mehr ein Erfolg, der gefeiert wird, sondern hier wird wirklich dieses Rödeln betont des Alltags. Ich muss immer an Metropolis denken, wenn ich das sehe, ne? An diese Leute, die da unten schuften, während es oben den Menschen gut geht. Mhm. Und wir sehen aber ganz doll auch, dass dieses goldene Licht jetzt durchbrechen möchte. Es baut sich ja da hinten eine wahnsinnig kraftvolle Energie auf. Und da sind wir aber noch nicht drin. Das ist auch wieder so, ich stehe noch auf der Bremse. Aber wenn ich meinen Alltag durchbreche, wenn ich den Mut habe, da auch was anders zu machen als bisher, dann komme ich zum Erfolg. Und mich erinnert es immer so ein bisschen, wie wenn so ein Vulkan ausbricht. Und dann sieht man ja manchmal so Bilder, wenn die Lava so strömt und oben gerinnt schon die Lava quasi zu Stein, dann hat man auch so schwarze Platten, die auf so einem feurigen Strom schwimmen. Daran erinnert mich das auch immer ein bisschen, diese Karte. Es bricht so von unten raus diese Kraft, diese Energie und gleichzeitig wird es so schwarz gedeckelt und das, finde ich, ist bei dieser Karte einfach ziemlich dramatisch. Ich finde die echt dramatisch, die Karte. Nordis fragt nach dem schwarzen Symbol unten. Das weiß ich nicht genau, Nordis. Ich glaube, es sind Symbole aus dem Indischen. Ja, das sind, glaube ich, Symbole, die stehen für Tattva und so weiter. Also müsste man nochmal nachschauen. Mhm. Ja, da hat man indische Symbole verwendet. Mhm. Also Crowley hat sich sehr von der indischen, von indischen Gedankengut, spirituellen Gedankengut beeinflussen lassen. Er war einer der ersten, der Yoga praktiziert hat im Westen und das auch hierher gebracht hat. Ja, natürlich noch ganz anderes Yoga, als wir heute machen. Also kein Madonna-Yoga. Tantrismus, genau. Sexualmagie, das hängt alles mit diesen Symbolen für mehr zusammen. Ja, ganz genau. Ja. Genau, und der Zacken ist länger als die anderen, das hast du auch richtig bemerkt. Also es ist wirklich die Betonung der Materialisierung. Wir können es eigentlich auch positiv deuten, als hier wird das Spirituelle in die Erde gerammt. Mhm. Ne? Beim Hohepriester ist genau auch dieses Pentagramm mit dem verlängerten Arm nach unten dargestellt. Genau, und auch es zieht viel nach unten. Mhm. Das heißt, da ist natürlich auch das Dilemma drin. Ich glaube, sie heißt bei Crowley Worries oder irgendwie Sorgen. Also würde man vielleicht übersetzen. Sorgen, Kummer, Kummer, eine Karte des Kummers. Also die Kummer ist die 3 der Schwerter, aber
Sie wird auch, es gibt unterschiedliche Übersetzungen, aber Sorgen trifft es, glaube ich, am besten. Und da sehe ich vielleicht eher so dieses, grundsätzlich bei den Fünfen, diese Dilemmasituation. Ja. Ja. Und wir sehen als bei Wade Smith oder Smith Wade, sehen wir jetzt ein ganz anderes Bild. Ja, ganz genau. Und da ist natürlich spannend, dass genau diese fünf Münzen oder Scheiben, wie wir sie bei Crowley sehen, genau umgekehrt arrangiert sind. Also eigentlich haben wir komplett verbunden fast so einen Lebensbaum. Mhm. Und hier wird für mich dargestellt, wenn wir nochmal über Kabbalah nachdenken, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo wir wirklich schon einen guten Weg weit gekommen sind auf der Reise durch den Lebensbaum. Aber jetzt gerade dieses holprige Moment haben, wo wir das Spirituelle ins Irdische übertragen müssen und die Ängste, die damit verbunden sind. Also lebe deine Berufung ist ja ein ganz großer Wunsch ganz vieler Menschen und gleichzeitig haben sie wahnsinnige Angst, das loszulassen, was ihnen Sicherheit bringt und sich ihren Wunsch zu erfüllen. Ich meine, die sehen ja ziemlich zerrupft aus, die beiden, die da unten wandern. Also die haben schon einiges erlebt. Ne? Ja, und vielleicht machen sie sich aber auch besonders schwer. Also vielleicht, die Karte heißt Kummer, Sorgen. Das heißt, vielleicht ist das eher so ein Bild, das wir im Kopf haben. Existenzängste, also ich erfahre diese Karte sehr oft als ein, dass die Menschen sich einfach ein Mangelgefühl, dass sie ein Mangelgefühl haben, ob es notwendig ist oder nicht. Mhm. Und sich nicht trauen, sich aus etwas zu befreien, weil sie denken, nee, dann bin ich absolut in Unsicherheit. Mhm. Und die Leute, die könnten hier ja Zuflucht in der Kirche finden, die ist hell erleuchtet, die haben aber überhaupt gar kein Interesse daran, da hochzuschauen, ne? Sondern sie schauen nach unten und sie werden gekennzeichnet als Aussätzige, mit so Lepra-Glöckchen um, also das klassische Symbol für Ausgestoßene im Mittelalter. Aber gleichzeitig sind sie zusammen. Ne? Wenn sie sich mehr in Verbindung bringen würden, würde es vielleicht gut für sie werden. Das sehen wir dann in der Sechs der Münzen. Also man könnte auch sagen, es ist manchmal so, wir neigen dazu, den schweren Weg zu nehmen, in Kauf zu nehmen, versäumen dabei, dass eigentlich im Grunde genommen, gerade die Kirche, könnte man ja sagen, das ist ja wie ein Kirchenfenster, wäre ja eigentlich dazu da, mich als Ausgestoßene noch aufzunehmen und trotzdem eile ich daran vorbei. Manchmal fühlt man sich dann in dieser ausgestoßenen Rolle so ein, dass man gar nicht sich vorstellen kann, sie überhaupt abzulegen. Und dann hängt einem so eine bestimmte Rolle, ich bin ja immer die andere, ich bin immer derjenige, der nicht angenommen wird, an wie eine Krankheit, ne? Wie Lepra oder sonst irgendetwas. Und im Grunde genommen wäre möglicherweise Heilung, Rettung möglich. Ich müsste aber in die Kirche gehen. Also ich rede jetzt hier nicht davon, dass ihr in die Kirche gehen sollt, sondern ich meine nur die Kirche als Gebäude, in dem Licht herrscht, setzt das durch irgendein anderes Symbol, ein Heiligtum. Also manchmal ist ausgestoßen, sich ausgestoßen fühlen, auch etwas, an dem wir hängen bleiben, anstatt es zu verändern. Und da merke ich auch dieses Dilemma. Ja. Ja. Die Sabine hat netterweise inzwischen bei Duquette nachgesehen, auch meine persönliche Lieblingslektüre, wenn es um das Crowley-Tarot geht. Und sagt, es ist das schwarze Ei des Geistes. Mhm. Ah ja, das siehst du mal. Ja, schauen wir mal das nächste Beispiel an, einer Fünfer-Kombination, auch wieder Crowley und Smith-Wade nebeneinander. Wir haben auch hier wieder, Crowley liebt es hier, das umgedrehte Pentagramm ins Spiel zu bringen. Passend zu den doch eher trüben Deutungen der Fünf. Mars im Skorpion ist es nicht. Mars im Skorpion, ja genau, das hatten wir vorhin versucht. Und da sehen wir ja auch diesen Lotus, das Sumpfige. Wir sehen die vier Kelche, wir sehen Blüten, die ihre Blätter verlieren. Das Ganze hat so diese rote Farbe, hat sowas, ja, wie das ist kein Sonnenuntergang oder Aufgang, das ist so wie, finde ich, wie so ein Sturmrot oder wenn so ein wetterleuchtende Rot. Flammender Himmel. Ja, was kann man dazu sagen? Naja, also
wir sind jetzt in einer Energie, wo das Wasser nicht mehr fließt gerade. Es bildet sich langsam so ein Gärungsprozess heraus. In der 6 wird das nochmal anders sein, aber dann, also es passiert gerade etwas mit uns. Diese beiden Blätter, die schirmen quasi diese Kelche jetzt von oben her ab. Ne? Also wir können, es kann nichts Geistiges mehr in uns hineinfließen. Wir sind mit uns selbst zurückgelassen, ähnlich wie wir es auf der 5 der Münzen gesehen haben. Wir haben wieder das Pentagramm, das nach unten gerichtet ist. Und wir sehen auch, dass es so eine sehr, sehr sumpfige Energie ist unten. Und es ist natürlich die Farbe von Gebura, die wir hier sehen. Mhm. Ne? Stimmt, weil die Frieda Harris hat sich eher so eine, die Frieda Harris hat sich da immer sehr mit den kabbalistischen Farben auseinandergesetzt und die einfließen lassen. Und die Grundidee, die Blütenblätter, die vorher immer so aufgestiegen sind, die zerflattern jetzt. Also es ist genau dieses Thema. Hat Hitler wirklich die Autobahn gebaut oder muss ich da nochmal drüber nachdenken? Nehme ich das jetzt an, was mir da erzählt wurde? Gehe da und sage, okay, ja, das ist halt so, oder hinterfrage ich das? Mhm. Und auch eine Enttäuschung darüber, also ich weiß, wie enttäuscht ich war, als ich herausgefunden habe, dass mein Lehrer mir totale Scheiße erzählt und ich dem vertraut habe. Na, das kann ich sowohl in dieser Karte als auch in der 5 der Kelche nachsehen bei Wade. Enttäuschung ist natürlich immer das Ende der Täuschung, wie es so schön heißt. Ja. Enttäuschung tut weh, aber es hilft mir natürlich auch, dass etwas in Bewegung kommt. Da sind wir wieder bei der 5 und ich einfach merke, klar, du wirst so lange enttäuscht, bis du nicht lernst, dich auf dich selbst zu verlassen. Ja. Und auch weil, Herzensmensch, du schreibst, ob der Einfache immer der Beste ist, eher der Leichtere, der steinigste Weg ist stets das Heilige. Das ist eine sehr protestantische Einstellung, finde ich. Zu Gott nur, wenn du sozusagen viel Leiden und Mühen durchlitten hast, ist denkbar. Aber ich meine damit, vorhin meinte ich gar nicht der leichte Weg, sondern ich meinte auch, der einfache Weg ist nicht immer der leichte Weg, sondern der einfache ist der direktere Weg. Also das heißt, der Weg, der nahe liegt. Und manchmal verweigern wir uns dem Naheliegenden, das ist meine Meinung, obwohl es einfacher wäre, durch die Tür zu gehen, weil wir so daran hängen, auf dem steinigen Weg zu sein. Das ist für mich immer so ein bisschen ein Punkt. Das kennt jeder von uns. Geh mir weg mit deiner Lösung. Sie ist der Tod für mein Problem, singt Annette Louisiane. Tja, da kann man dann nicht mehr viel machen. Ne? Das kennen wir als Berater auch. Ne? Das kennst du bestimmt genauso wie ich. Wenn Leute in die Beratung kommen und eigentlich sagt man ihnen, du schau, die Lösung ist präsent und dann kommt immer dieses Aber. Ja? Das geht doch nicht. Ich kann aber das sogar verstehen, warum das so ist. Nicht, dass ich das abwerte. Weil wenn ich zum Beispiel viele, viele Jahre ein Thema in meinem Kopf hatte, viele, viele Jahre und nicht eine Lösung für mich gefunden habe, dann kommt irgendeiner und sagt, du schau mal her, ist doch nicht ganz einfach, hier, da die Lösung, dann ist das für mich eine Enttäuschung über mich selbst in dem Moment, weil ich mir denke, ja, und ich habe so lange gebraucht, das zu sehen, bin ich so dumm, ja, und das ist wirklich, da muss man echt sagen, nicht leicht. Ja. Wegzugehen und sich einzugestehen, man hat einfach viel Zeit seines Lebens verplempert. Ja. Und deswegen kann ich verstehen, dass man da nicht einfach sagt, ich will, man muss diesen steinigen, schwierigen Weg, den man gegangen ist, den muss man immer würdigen. Das ist ganz wichtig. In der Beratung würde ich niemals jemanden, der einen langen, langen Weg gegangen ist, sagen, du, sorry, aber dass du hier 10 Jahre deines Lebens rumgelitten hast, ist irgendwie dein Thema. Es wäre einfach gewesen. Würde ich niemals machen. Weil, und da komme ich jetzt wieder auf das zurück, der steinige Weg auch seine Berechtigung hatte. Das, was man gelernt hat auf dem steinigen Weg, ja, das ist wahrscheinlich das sind Erfahrungen, die so wichtig sind in deinem Leben. Das kann man nicht ersetzen, da kann man nicht drüber hinwegwischen. Oder wie siehst du das? Das sehe ich total so. Also ich möchte meine schmerzlichen Erfahrungen, von denen ich reichlich hatte in meinem Leben, nicht missen. Aber es bringt nichts, immer nur mir Schmerzen zu suchen. Es gibt ja Menschen, die wirklich von einer schmerzhaften Erfahrung gleich in die nächste taumeln. Es gilt ja, aus diesen schmerzhaften Erfahrungen etwas zu lernen und sich dadurch zu verändern. Also wenn Basti hier schreibt, dass wir nur an schweren Wegen wachsen, dem stimme ich zu. Aber was ist das Wachstum? Das Wachstum ist, dass wir lernen, durch diese schweren Erfahrungen anders zu positionieren
uns dahin zu wenden, wo wir freudvollere Erfahrungen haben können und ja, auch das Leben mal ein bisschen zu genießen. Das ist, sonst kann ich, ja, wenn ich nur leiden will, dann binde ich mir so einen Mönchsgürtel um und peitsche mich den ganzen Tag. Also, oder wie die Mönche früher dann so extra so Stacheldraht sich um die Schenkel gebunden haben, damit sie ja nicht irgendwie mal es ihnen gut gehen kann und immer den Schmerz spüren, weil sie gesagt haben, wir dürfen im Grunde genommen, wo Christus für uns am Kreuz gestorben ist, haben wir kein Recht, Freude zu empfinden. Und ich glaube, das ist so... Genau, den Blickwinkel ändern. Ja. Genau das meine ich, Basti, genau. Also das heißt, wenn wir leiden, glorifizieren, ja, dann sind wir im Grunde genommen, das ist so ein bisschen wie wenn wir aus dem Runenalphabet die Wunjo rausnehmen und sagen, also Freude darf man nicht empfinden, das geht nicht, ja, weil nur der steinige Weg führt zum Erfolg. Das ist für mich sehr protestantisch, bin ja selber als Protestant geboren worden, also getauft wurde ich, bin ich geboren worden als Protestant, um Gottes Willen, ich bin getauft worden, daher kann ich es nachvollziehen, mittlerweile bin ich nicht mehr in der Kirche. Aber da kenne ich das so her. Ne? Und man kann dann auch denjenigen, der, das ist auch so was das kaufmännische Hamburger Prinzip, woran merkt man, dass Gott einen lieb hat, wenn man reich und wohlhabend ist, weil dann hat Gott einem sozusagen keine Steine in den Weg gelegt. Also interessant darüber nachzudenken, wir werden das sicherlich heute nicht lösen, aber spannend, dass ihr mitdenkt, ja. Und euch das natürlich Assoziationen liefert, weil da sind wir genau bei der 5. Ja, wir stehen an einem Scheideweg bei der 5. Ja. In welche Richtung gehe ich jetzt? Und diesen Scheideweg sieht man ja sehr schön auf der Waite-Smith-Karte. Ja. Wir sehen einen Menschen, der hier in Trauer offensichtlich versunken ist, der sich zurückgezogen hat aus der, der Burg, dem Haus im Hintergrund, und der etwas betrauert, was verschüttet ist. Mhm. There's no use crying over spilled milk. Und wir sehen aber auch eine Brücke, die zurückführt in das, wo er vielleicht herkommt oder wo er hin möchte. Und jetzt heißt es aber, zu lernen aus den Erfahrungen. Wie heißt es so schön, die Krone neu aufzusetzen, sich umzudrehen, die Kelche zu nehmen, die noch stehen, und weiterzumachen. Ja, also ich denke mal, hier sehen wir tatsächlich... auch, dass da zwei Kelche ja auch noch aufrecht stehen. Genau. Man sieht aber eher auf das, was verschüttet ist. Und die zwei Kelche erinnern uns natürlich wieder an die hohe Priesterin und das, was ich vorhin gesagt habe. Es gibt eine ultimative Wahrheit, die von der hohe Priesterin symbolisiert wird im Tarot. Und es gibt die Wahrheiten der vielen, vielen hohe Priester dieser Welt, die wir irgendwann vielleicht als nichtig anerkennen. Und das Wichtigste ist, unsere eigene hohe Priesterin zu leben. Und da finde ich interessant, Lucia, du schreibst, aus den Steinen Brücken bauen. Bin heute von euren Worten wieder mal sehr inspiriert. Vielen Dank für das Feedback. Ihr seht ja im Hintergrund auch diese Brücke. Und manchmal denke ich mir, der Mann steht da mit seinem schwarzen Mantel, gesenktem Kopf vor dem Fluss und sieht die Brücke nicht. Na, also er denkt da, wie komme ich da rüber? Und immer ist ein Fluss im Weg. Und er bräuchte vielleicht nur seinen Kopf heben und dann sieht er, ja, da hinten ist doch eine Brücke. Jetzt geh halt mal da rüber. So, aber manchmal sind wir so im Leben, das ist einfach so. Und manchmal machen wir es uns echt schwer, wo wir es leicht haben könnten. Ich verstehe euch völlig, Basti, Herzensmensch und so weiter. Das ist nicht, dass ich da jetzt dagegen reden wollte. Gar nicht. Nur ich sehe auch, dass wir an manchen Stellen wirklich zu hart zu uns sind, zu uns selbst sind. Und wenn du sagst, Herzensmensch, dass du auch die schönen und die kleinen Dinge im Leben siehst, darum geht es. Es geht aber eben auch nicht darum, nur das Leben als Jammertal zu sehen. Das ist mir persönlich, muss ich sagen, das ist für mich zu, damit meine ich jetzt nicht euch und wen auch immer, aber für mich persönlich ist das Leben als Jammertal, das ist mir zu katholisch. Also da. Das schreibt ja Merin Hattor auch gerade. Ja, was schreibt sie? Dieses Schmerzthema, bloß keine Freude, ist noch intensiver ein katholisches Thema. Ja. Ja, genau. Ja, und das ist halt das Bedrückende, dass wir, vielleicht geht es wirklich darum, dass wir durch die Erfahrungen, durch die Prägungen, die wir erleben, durch unsere Eltern, durch das, was wir dann später lernen in der Gesellschaft, aber auch durch unseren Freundeskreis und so weiter, all die Erfahrungen, die wir machen, lernen sollen, zu
unseren eigenen Standpunkt zu finden. Dieser Mensch hier auf der Waitcard hat einen sehr starken eigenen Standpunkt. Und mit diesem Standpunkt zurück ins Leben zu gehen und so dann durch die Welt zu gehen. Und dann werden wir sicher nicht immer nur glücklich sein, aber wir können vielleicht das Leben gelassener sehen und wir können auch Freude stärker empfinden. Das Gute ist, wir bleiben bei der 5 nicht stehen. Genau. Die 5 verlangt ja in der Bewegung, dass wir weitergehen und wir kommen zu 6. Das wird das Thema unserer nächsten Sitzung sein hier. Ich würde noch sagen, heute Morgen habe ich ja exklusiv für die Sternlicht-Community Forest of Enchantment Tarot die Enchanter's Wheel gemacht, das Rad des Zauberers. Und dort haben wir ganz ähnlich über die Dinge gesprochen. Ich finde es parallel. Da hingen in diesem wie so ein Dreamcatcher aufgebauten Rad ganz viele kleine Dinge. Und da schreibt eben die Lunaire Weatherstone, das sind all unsere Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, die zu unserem Leben dazugehören, die wir einflechten und die uns auch schützen. Mhm. Das sind sowohl die Erfahrungen, die eher ins Negative für uns gehen, wie die positiven. Beides gehört zusammen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir deswegen nicht einen Müh an dem Leben, das wir bisher geführt haben, ändern müssen, um ein glückliches Leben zu haben. Es kommt immer darauf an, wie wir gewissermaßen im nächsten Schritt weiter damit umgehen. Ja. Und vielleicht brauchen wir 50 Ehrenrunden, um das zu kapieren. Ja. Das ist aber nicht schlimm. Es ist kein Wettbewerb, das Leben. Wer schneller den Aufstieg zu Gott schafft. Ne? Auch das ist es nicht. Jeder muss da seinen eigenen Weg gehen. Das ist, finde ich, manchmal immer so witzig, dass es irgendwie heißt, ich bin schon weiter als du. Ehrlich gesagt, an sowas glaube ich nicht. Jeder hat das Recht, in seinem Rhythmus vorwärts zu gehen und so viele Ehrenrunden zu drehen im Leben, wie er braucht. Ja, das ist jedem selbst überlassen. Das sind eben nicht wie in der Schule, ne? Die Zensuren, sondern es ist eben, da ist man sein eigener. Man zensiert sich selbst. Man zensiert sich selbst, aber auch das ist in Ordnung. Also ich glaube, jeder muss da seinen eigenen Rhythmus finden. Und da finde ich schön, vielleicht auch zum Abschluss jetzt, weil wir jetzt auch schon ein bisschen überzogen haben. Ui. 10 Minuten, das geht noch, ist ja noch völlig im Rahmen für die Geheimnisakademie. Denn wir brauchen ja noch ein Orakel. Bitte nicht abschalten. Ihr werdet doch beorakelt zur 5. Vielleicht hat euch das jetzt inspiriert und ihr habt sozusagen jetzt eine Vision von einer Fragestellung vielleicht auch, die euch interessiert, die ihr spannend findet. Und dann lasst uns doch mal gucken, was wir hier für euch ziehen. Ja. Ihr dürft ja wie immer zwischen Kirsten und mir wählen. Ja, was machen wir heute? Ich würde sagen, einen kleinen Denkanstoß, wie wir uns in diesen Zeiten gerade gut positionieren können, um... Oder jeder denkt sich einen eigenen Denkanstoß aus. Ja, das könnt ihr natürlich auch machen. Ihr könnt es mal überlegen, wählt ihr Kirsten, wählt ihr mich? Was nimmst du denn? Ich habe mal einen Tarot, mit dem ich noch gar nicht gearbeitet habe, genommen und hoffe, dass ich trotzdem was Sinnvolles daraus entwickeln kann. Ja, ich auch. Ich nehme, das heißt, wie heißt das? Ich nehme das Vikings-Tarot. Gut, und ich nehme hier, ich kann es ja mal hier hinlegen, den Keymaster-Tarot. Vikings-Tarot hier. Stelle ich auch noch mal vor in der Leselaube, keine Sorge. Und ich mische hier schon mal die Karten und ihr dürft euch jetzt entscheiden. Kirsten oder Christopher? Der Antiprotestant Christopher und die Antikatholikin Kirsten. Das habe ich jetzt einfach erfunden, Kirsten. Das ist wirklich erfunden. Ja. Ich bin Antikirche, das kann ich soweit sagen. Ja, also ich muss jetzt irgendeine Antithese miteinander finden. So, achso, du hast schon. Ich habe schon. Wieder flott hier. Naja. Nein. Sieht auch schön aus von hinten. Na gut, dann drehe ich einfach mal um. Also, wer hat sich für Kirsten entschieden? Der kriegt Keymaster. Hey. Wow. Königin der Stäbe. Meine Karte. Ja, die Königin der Stäbe ist eine meiner absoluten Lieblingskarten, wie viele von euch vielleicht wissen. Sie ist hier auch sehr schön dargestellt. Und sagt euch, die ihr von mir eine Nachricht bekommen wollt, dass es jetzt darum geht, sehr klar Position zu beziehen und das auch nach draußen rauszulassen. Es ist eine Karte, die euch jetzt gut in die Widderzeit tragen wird. Wir haben ja
Darüber habe ich gestern gar nicht geredet. Am Mittwoch ein ganz wichtigen Event. Ne? Jupiter geht in den Widder. Und all die Dinge, die jetzt in der Fischezeit in euch gearbeitet haben, die wollen jetzt nach draußen gelassen werden. Und dazu bekommt ihr mit der Königin der Stäbe genau die Kraft, die ihr braucht. Ja, mal sehen, was ich gezogen habe für euch aus dem Viking-Tarot. Was haben wir da? Zehn der Schwerter. Ach, Herr Jemini, da geht es jetzt hier ab. Krass aus. Zehn der Schwerter im Vikings-Tarot. Das tut weh. Da freue ich mich jetzt mal über deine Interpretation. Ich hatte gehofft, dass du mir hilfst dabei. Ach, ich glaube, das kriegst du auch so hin. Guckst dir doch einfach mal an. Also abgebildet ist König Olaver, der Entwaldende. Also nur für diejenigen, die hier sind. Strafe, Schmerz, Bestrafung steht hier als Stichwort. Ja, wie Herzensmensch sich das gewünscht hat. Genau. Peitscht euch. Kann ich noch tauschen? Natürlich kannst du noch tauschen. Also ich denke mal, was fange ich damit an? Bei 10 der Schwerter, es ist natürlich auch im herkömmlichen Tarot eine eher kritische Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, bei der 10 der Schwerter geht es darum, Gedanken, die einen fertig machen, Gedankenmuster, auch oft Prägungen, die einen fertig machen, endlich loszulassen, weil sie sonst einen überwältigen. Also das Kopfkino, aus diesem Kopfkino auszusteigen und sich, also mir hilft es immer bei der 10 der Schwerter, ein Worst-Case-Szenario zu entwickeln, für das, wovor ich Angst habe, in dieses Worst-Case-Szenario einmal reinzugehen und dann herauszukommen und zu wissen, okay, das kriege ich hin. Auch diesen Zustand kann ich bewältigen. Also alle, die das gewählt haben, scheinen offensichtlich da in dieses Purgatorium gehen zu wollen, sollen, können. Vielleicht ist es auch eine Gnade, dies tun zu können. Es ist ein Fegefeuer möglicherweise, aber es bedeutet auch, naja, manche Dinge müssen verbrannt werden. Und sehr unterschiedliche Karten. Beide haben aber für mich einen deutlichen Bezug zu unserem Fünfer-Thema. Insofern passt es natürlich. Was wäre auch zu erwarten gewesen, wenn wir jetzt da super easy Karten gehabt hätten beim Fünfer-Thema? Das kriegt ihr dann wieder bei dem Sechser-Thema. Liebe Kirsten, vielen Dank, dass du hier bist, dass ich dich hier in den heiligen Hallen der Geheimnisakademie live dabei habe, und zwar in persona. Immer eine Bereicherung, egal ob virtuell oder lebendig. Virtuell oder analog, muss man sagen. Lebendig bist du ja immer. Sorry, ich verhaspel mich jetzt gerade. Und bevor ich irgendwie Dinge sage, aus denen ich nicht mehr so leicht rauskomme, weil ich jetzt Kirsten nicht einfach abschalten kann. Wenn die Sendung zu Ende ist und sage, auf Wiedersehen, sondern ich muss jetzt noch den Tag mit ihr verbringen. Ich darf, um Gottes Willen, ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. Ja, 10 der Schwerter, sagt man. 10 der Schwerter. Also in diesem Sinne, liebe Leute, hat uns wieder, glaube ich, schon Spaß gemacht. Hat uns großen Spaß gemacht. Ja. Heute Abend um 19 Uhr werde ich mit Roy das Wochentaroskop machen. Der fliegt schnell mal hier ein oder ich fliege zurück nach Hamburg, je nachdem. Mhm. Und vielleicht ist ja auch noch ein Stargast dabei, aber das werden wir herausfinden, je nachdem, wie sich die 10 der Schwerter heute noch manifestieren. Ja, wer könnte denn das sein? Ja, keine Ahnung. So viele Stars gibt es ja nicht. Ja, das stimmt. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen am heutigen Sonntag. Nochmal alle Mütter von ganzem Herzen einen wunderschönen Muttertag. Und ich schalte auf alle Fälle heute mal zufällig ein um 19 Uhr bei den Mönchengarten. Man weiß ja nicht, was so die Steinböcke wieder zugekiest bekommen. Da muss man schon immer ein Auge drauf halten. Und ich freue mich auch. Herzensmensch, Meinungen aneinanderreiben ist immer gut, denn nur so entsteht, das passt wieder zur Bewegung. Feuer passt zu meiner Karte und es entsteht was Neues. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Danke. Danke für den Muttertagsgruß.